Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir Star Wars Spiele aus, und zwar einmal die Star Wars Jedi Knight Collection aus und einmal Star Wars Racer und Commando Combo Edition. Diese Spiele sollten eigentlich beide am 26.10. erscheinen, erschienen ist aber da nur Star Wars Jedi Knight Collection bei uns in Deutschland. In Europa gab es die schon, und diese sollte dann zum 16.11. erst erscheinen, war aber dann doch letzte Woche in meinem Briefkasten. Komisch bei Amazon in letzter Zeit, aber gut. Ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet, dass es nicht so lange dauert. Wir öffnen erstmal das hier. Da haben wir einmal Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast und Star Wars Jedi Knights Jedi Academy. Das waren, glaube ich, zwei Xbox Classic Spiele und PC Spiele. Die habe ich aber nie gespielt, um ehrlich zu sein. Und bin mal gespannt, weil viele diese Spiele loben. USK 16, PG 16 von Lucas Games damals entwickelt worden. THQ Nordic vertreibt es und Aspyr, spricht man diese aus, haben das dann umgesetzt. Ja, hier sehen wir ein paar Bilder. Ihr dürft ja jetzt nicht so wirklich viel erwarten. Es sind halt Umsätze, vielleicht sind die ein bisschen schicker gegenüber damals, aber gut. Dann haben wir eine englische Sprachausgabe. Untertitel haben wir Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und ZH. Ist das Chinesisch? Ich weiß es nicht. Geht so ein Spieler an einer Konsole. Online gibt es 2 bis 16 Spieler sogar. Braucht 6 GB Speicherplatz. DualShock 4-Version Unterstützt, wie auch die PlayStation Vita mit Remote Play. Gucken wir mal rein, ob da irgendwas bei ist. Leider nichts. Übrigens, die 2 Spiele hier oder die 4 Spiele gibt es so auch noch für die Nintendo Switch, aber nicht für die Xbox One. Die Spiele gab es auch, glaube ich, mal so bei Limited Run Games. Dann haben wir hier das zweite Pack mit Star Wars Racer. Das kenne ich vom N64. Das hatte ich damals auf den N64. Das habe ich aber leider verkauft. Fand ich aber sehr cool. Gab es ja später auch noch für den Sega Dreamcast und den PC. Und dann haben wir Star Wars Republic Commando. Das habe ich auf der Xbox Classic noch in meiner Sammlung, und das habe ich geliebt. Es gab es ja damals für den PC und der Xbox Classic, und das habe ich echt gerne gespielt. Das gehört auch zu meinen Xbox Classic Lieblingsspielen. Das ist praktisch wie die alten Rainbow Six Spiele, nur im Star Wars Universum, richtig cool gemacht. USK 16, PG 12. Ihr könnt euch dann auch ein paar Bilder ansehen. Wir haben dann Star Wars Racer und dann hier Kommando. Ihr könnt ihm Befehle geben, die geben euch Feuerschutz, die gehen in Deckung. Richtig cool damals, also ich fand das richtig mega. Ich war auch enttäuscht, wo es dann zu Ende war, ich hätte gern mehr gespielt. An einer Konsole gehen die Spiele 1 bis 2 Spieler, es war dann aber nur Star Wars Racer, bei Commando ging, glaube ich, auch nur ein Singleplayer. Bin ich mir eigentlich si ziemlich sicher gewesen. Braucht 3 GB Speicherplatz, DualShock 4-Version unterstützt, wie auch Remote Play der PS Vita und die PC Pro wird auch unterstützt, dann ist das Ganze ein bisschen schicker. Sprache haben wir Englisch. Und jetzt haben wir Englisch wieder, das ist alles dasselbe. Aber ich meine, Star Wars Kommando wäre auch in Deutsch gewesen, mit deutscher Sprachausgabe. Vielleicht hat diese Fassung das nicht. Werde ich euch aber in meinen nächsten Neuzugängen mal informieren, wann das auch immer kommen mag. So, gucken wir hier mal rein. Da ist auch nichts dabei. Schade. Ein kleines Booklet oder so wäre cool gewesen. Oder ein kleines Artbook. Naja, habt ihr euch die Spiele eventuell auch gekauft? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Welche Fassung habt ihr euch gekauft? Schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren. Switch oder PlayStation 4. Oder habt ihr die Originale noch? Wie gesagt, ich habe noch das Kommando als Original. Die anderen Spiele hatte ich nie, und das hatte ich damals für den N64. Wenn ich einen Trailer finde zu den Spielen, verlinke ich euch diese natürlich unten in der Videobeschreibung. Das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und einen Kommentar, Like würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst, euer Gavatrons. Ciao!